Hallihallo, hallo und willkommen zurück beim Minecraft Enemy. Hallo, ich habe beim Winken eine Fackel abgebaut. Tollo. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, dann baue ich die direkt mal wieder an. Und muss ich erstmal finden, da oben liegt sie. Wie gesagt, Dedü ist gerade am Craften. Ich weiß nicht, ob wie es bei ihm aussieht. Bei mir sieht es jetzt momentan ganz gut aus. Ich bin recht zufrieden mit dem, was ich finde. Ein bisschen Eisen könnte nicht schaden. Aber ich bin recht zufrieden mit dem, was ich habe und mit dem, was ich bin. Ja, das ist genau. Schön. Das freut mich für dich. Und hast schon 10.000 Diamanten zusammen oder ja, die übliche Frage halt, du kennst das ja. Ja, fast. Fast. Das ist gut. Ja. Das ist genau, sehr gut. Richtig. Okay. Na dann, richtig. Ja, würde ich mal sagen, viel Spaß dabei. Ich für meinen Teil werde jetzt auch mal wieder weiter spaßen. Ja, genau. Muted mal. Bin ich. Ich bräuchte hier vielleicht mal noch ein bisschen Platz, fällt mir gerade auf. Darum gehen wir mal hier ein kleines klein wenig in die Richtung, weil hier könnte ich eventuell noch ein bisschen Platz. Wir brauchen was. So, vergrößern sozusagen die Base ein klein wenig. Später wird das alles so sein, wie gesagt, ein Großteil der Base wird halt in Etagen aufgeteilt. In jeder Etage soll halt ein bisschen was gemacht werden, je nach Mod, je nach Dings. Alles, was oben ist oder oben soll nach Möglichkeit halt so Zeugs gemacht werden, was ja magiemäßig betrifft, beziehungsweise naturmäßig, wo halt auch zum Teil Sonnenlicht gebraucht wird. Natürlich in Abwacklung, weil Solarpanels, ich glaube nicht, dass ich da ganz drauf verzichten werde, aber ein paar, oder ich werde versuchen, da möglichst viel drauf zu verzichten, sag mal so. Also ich brauche noch ein paar Fackeln. Gerade ein Frosch im Hals. Quark. Wo sind meine Fackeln hin? Ich hab doch nicht alle gesetzt. Bob. Und Bob. Bin mir eigentlich sicher, dass ich nicht alle gesetzt habe. Da sind sie. Okay. Dann kann ich nämlich noch klein wenig mehr ausleuchten. Sicher ist sicher. Hier in unserem Startareal. So, und hier haben wir ein bisschen was geschmolzen. Okay. 1, 2. Beziehungsweise eins. Ich muss mal gucken. Wir haben das Gold haben wir geschmolzen, das Gold, Dings haben wir, Feuerstein haben wir, Redstone brauchen wir nicht schmolzen, Holz haben wir, Eisen und Stone und 8 muss ich sowieso zu Clean Stone verwandeln. Wie viel habe ich denn da noch? Ich habe ja gerade ein paar für den Mixer vermixt. Die müssten hier hinten drin sein. Stein, Bruchstein, Kies, etc. pp. Beziehungsweise, es gibt eine Regel, man muss eigentlich in der Startkiste, also in der Kristallkiste, immer die Dias lagern. Bei den ersten Folgen und wenn es mal, sagen wir mal, vergessen wird, ist jetzt nicht so schlimm, auch wenn hier quasi was aus der Kiste rauskommt. Es heißt aber nicht, dass ich die jetzt dauerhaft da drin lassen darf und dass ich die auseinanderklatschen darf, einfach nur damit, dass ich die halt schnell finde und dass ich da keine verstecken kann. Dafür ist das da. Das ist jetzt nicht, sagen wir mal, eine Zwangsgeschichte, aber auf jeden Fall muss da was gemacht werden. Deswegen hole ich mir direkt mal die Kristallkiste, da sollen sie ja drin gelagert werden. Du wirst wahrscheinlich auch noch nicht so handhaben, insofern werden wir das so durchgehen lassen, weil ich habe da einfach nicht dran gedacht. Du wirst auch nicht einfach dran gedacht haben. Klar, Regelverstöße sind für Regeln da, aber wie gesagt, wenn wir beide dieselben haben, können wir das auch mal negieren. Müssen wir nur mal gucken, darf halt nicht die Regel werden. Regelverstöße. Wisst schon. So, hallo Schweini, ich hab dich doch schon ein paar Mal gekloppt, ne? Ja, siehst du, jetzt habe ich dich. Haha. Das ist erlaubt, der war auf seinem Gebiet, aber alles, was auf seinem Gebiet lebt und kreucht und fleucht, das darf ich durchaus töten. Von Viechern genauso wie Dingens. Oh, gucken wir mal da unten. Hallo. So. Hast eine tolle Hühnerfarm. ich habe dich auch gerade entdeckt. So, ich muss noch die Kristallkiste, die habe ich mir jetzt von oben geholt. Stell dich mal auf. So, bin ich noch? Ja. Ich entmute mich oder demute mich mal wieder. Da kommt das Zeug rein. Ha? Die erste Kristallkiste darf man abbauen. Man darf sie, nachdem sie abgebaut ist, aber auch looten vom anderen. Das heißt, wenn die nicht mehr da steht, wo sie ist, darf ich dann, wenn du rankommen würdest, auch looten. Quasi der Lootschutz besteht nur am Anfang. Okay. Und die Diamanten bzw. Nethersterne müssen, solange du noch kein EMI-System hast, eigentlich da drin gelagert werden. Wenn es jetzt nicht, sagen wir mal, ein paar Folgen ist, solange es bei Folge 10 oder bei Folge 9 so dann gemacht wird, dass das dann alles da reingelegt wird, dann reicht das. Das muss jetzt nicht sofort geschehen. So oder so ähnlich steht das dann in den Regeln. Da in den Regeln, nicht dann. Okay. Ja, also, ja, alles gut.
So, okay. Ich mach mal weiter. Ich bin jetzt auch ein bisschen orientierungslos. Was wollte ich machen? Ich wollte hier. So, okay. Genau, ich wollte mich. Wir machen jetzt hier mal weiter. Ja, mach dich packen mal mutig. Packen mal unsere 30 Diamanten mal rein. Also, oh, fuck. Von wegen, ne, Junge, von wegen. So, ich werde es einfach so machen. In der Kristallkiste werde ich immer ein bisschen wertvolles Zeugs lagern. Und wir fangen jetzt an. Und zwar mit einer. Ja, ich will mal heute nicht auf Industrial Craft gehen, sondern auf Ender.io. Ender.io, da brauchen wir einen Stirling-Generator. Stirling-Generator quasi als erstes. Nicht ein Sirling, sondern ein Stirling. Da ist er. Und den bauen wir als erstes, wird unsere erste Energiequelle. Dazu brauchen wir einmal das hier. Na klar, kann ich auch so machen. So. Das müsste eigentlich jetzt schon gehen. Das geht nicht, weil ich kein Holz habe, wahrscheinlich. Ja, das ist nur das andere Holz, aber das müsste eigentlich zum Craften auch gehen. Ich nehme mal das Holz hier mit rüber. So, und so. Und guck mal, so, noch einmal. Hopp. Ach nee, Redstone habe ich auch alles hier drüben. Also, Redstone auch hierher. Und deswegen hat es nicht funktioniert. Noch einmal, so. Sehr schön, Stirling-Generator. So weit, so gut. Das Zeug, ich nehme mal so raus. So. Dann als nächstes. Diese hier, da wird es mir wahrscheinlich ein bisschen an Stöcken fehlen. Das heißt, wir machen mal ein paar Stöckis. Das raus. Gummibaumholz. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Da kriege ich direkt Probenholzblätter. Ist okay. Das heißt, wir machen das so. So. Okay. So. Haben ein paar Stöckis. Hep. Und hep. 1 und 2. Sehr gut. Plupp macht's. Einen Ofen könnten wir noch gebrauchen. Plopp. Und die Steinziegel. Dazu sollte ich mir natürlich. Ich habe ja den Cleanstone gemacht. Hier hinten ist auf jeden Fall welcher drin. 6 Stück, das ist blödisch. 7 Bruchstein. Ohne. So. Das Redstone. Ne, das heißt ja nur Stein. Also. Stein. So, da hätten wir ja. Color Red Dingens, Bruchstein, okay. Feuerstein, Stein, okay, 8 Stück. Das ist genau das, was ich brauche. Da habe ich ja ein bisschen Glück gehabt. So, denn 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das brauchen wir. Damit soweit, so gut. Seine Kühe gehen mir gerade ein bisschen aufs Sack und seine Hühnchen und seine Schäfchen. Aber was willst du machen? So, okay, denn nochmal STR. Irling. Da ist er. Wurst. Damit. Stirling Generator steht. Check. Erledigt. Stirling Generator hin. Jetzt benötige ich noch einen, eine Sackmill. Sackmill ist, denke ich, das erste, was wir jetzt machen werden. SAG. Nicht SAV. SAG. Eine SAG-Mill. Und dazu brauchen wir diese Maschinenhülle. Wo ist denn das Zeug alles rausnehmen? So. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Das hier muss ich, glaube ich, zerlegen. Mache ich gleich mal. Und so. Und so. Damit hätten wir diesen Basiskondensator. So. Hier Eisengitter brauche ich. Einmal. So. Ah, läuft doch gut hier. Und so. Ach ne, ich brauche noch mal einen Kolben. Dann machen wir noch einen. So, jetzt aber. Sackmüll. Das hätten wir. Ich brauche noch eine Kiste. Genau gesagt, 2. Toll. Machen wir so. Chip. Druckplatten brauche ich gerade keine. Das hier raus. So. Und dann kann ich hier die Sackmüll schon mal hinbasteln. Ich mache das mal so. Ich mache da nochmal ein bisschen nach hinten noch ein bisschen was. So. Hau die Sackmüll hin. Hier hinten kommt die Kiste ran. Weil wenn ich hier oben gehe, dürfte ich schon. Ja, siehst du, bin ich schon in der Oberfläche, das ist schlecht. Das heißt, wir gehen hier oben so ran, Kiste hier hin, Kiste dahin. Und das Schöne ist, die pumpt auch automatisch rein, wenn ich das so reinstelle, und zwar von jeder Seite. Das heißt, wenn ich hier einstelle Input und hier einstelle Output, lege ich hinten die Erze rein, vorne das andere Zeugs, hier kommt Kohle hin und ja, damit läuft das schon. Ich kann ja mal, 10 Kohle. Ich weiß nicht, wie weit damit er kommt. Ist ein bisschen wenig noch. Aber ja, ich hoffe mal, ich finde noch ein bisschen mehr, weil das, ja, die Kohle ist wirklich ein bisschen wenig. Was muss alles gemaceratet werden? Das Kupfer, das Eisen auf jeden Fall, das Gold. Silber, wo bist denn du, Silber? 6 Stück. Ich mach mal 6 Stück. So,
Kupfer brauche ich 12 Stück. Das heißt, eins, zwei weg. Weil eins habe ich ja schon gebraucht. Das hier kann alles rein, beziehungsweise das hier wird wahrscheinlich nicht gehen. Das Uran kann rein. Zinn. Ohne Zinn macht das keinen Sinn. Wo stehst du? 16. 1, 2. Ich mache immer erstmal nur so viel, wie notwendig ist. Bleierz, Aluminiumerz brauche ich nicht. Lapis, ihr müsste alles sein erstmal. Okay, hau ich erstmal das rein, den Rest können wir später machen. Das heißt, wir hier. Und Eisenerz brauchen wir sowieso noch en masse. Das heißt, da kann ruhig noch ein bisschen mehr. Das Zinn wurstelt jetzt gerade durch. Hier, ja, Zone 2 hat er schon verwurstelt. Aber er hat ja auch schon ein bisschen was angesammelt. Also ich könnte eigentlich theoretisch alles reinlegen. Und ich werde mich wahrscheinlich früher oder später, weil ich jetzt hier oben alles habe, werde ich mal hier... ich mache mal Höhe 55. Und ich fange mal auf Höhe 54 an. Und da buddel ich mich mal rein und hoffe mal, dass ich irgendwo noch mal auf eine coole Adler finde. Stoße oder sowas. Das wäre gar nicht schlecht, oder wenigstens, das wäre auch nicht so verkehrt. Vielleicht eine Höhle oder sowas. Aber momentan zeigt mir noch keine Höhlen tiefer an, das ist doof. Hopp. Das ist übrigens eh der Bereich, der von der Query dann, sagen wir mal, gelöscht wird. Insofern ist es gar nicht so schlecht, wenn ich das hier mache. Beziehungsweise auf 54, ne? Auf 54 war das. Ich wollte die Query auf 54 stellen. Ich habe das quasi zwischen den Folgen mal kurz anhand meiner Position ausgerechnet. Hopp. Das heißt, ich stelle hier unten Fackeln hin, weil wenn die Query das abfarmt, das wird auf jeden Fall gefährliches Gebiet werden. Und da schaden Fackeln nicht, deswegen haue ich die direkt mal hin. Schlau ist er, der Black, schlau. So, ich weiß nicht, ob ich auf 54, ich kann auch sein, dass ich auf 53 muss. Ich muss da nochmal nachrechnen. In dem Fall müsste ich dann noch eins runter, aber das ist egal. So. Im Moment muss das jetzt oben erstmal durchwursteln. Erst wenn wir da ausreichend Materialien haben, komme ich weiter. So, Diorit, Stein. Oh, guck mal einer an, ich habe da doch noch Höhle. Das ist ja toll. Da freue ich mich. Die muss ich aber zubauen für die Query. Einer für alles, alle für die Query, hier alles zubauen. Sofern hier nicht irgendwas ist, was ich gerade brauche. Ja. Certus Quarz, okay. Ah, guck mal, der hat da. Ja, nee, ist Alu. Ich dachte schon, der hat da schon wieder Eisen. Das hätte mich wieder geärgert. Dass der da wieder schon wieder einen Vorteil hat hier. Nicht mit mir, du, nicht mit mir. So. Warum ich das zubaue, ist klar. Weil sich sonst unter der Wasser und wie gesagt, gerade auf meinem in anderen Gebieten wäre es mir vielleicht egal, aber gerade auf meiner Basis sollen sich nicht unbedingt Wasserspots, die ich dann später kompliziert wegbauen muss, bilden. Das heißt, ich werde versuchen, das Wasser in meiner Basis erstmal ein bisschen wegzunehmen. So. Sehr gut. Ich höre die schon wieder buddeln. Buddelt der mich schon wieder. Oh, der hat Bäume, eine Büsche. Und der hat... Was hat er denn da? Was zum Teufel ist das denn? Was guckst du? Hast du das, was da an der Wand ist, schon gehabt? Oder ist das drin gespawnt? Sieht aus wie ein Ofen. Es könnte ein Ofen sein. Ist egal. Was soll's. So, dann machen wir mal weiter. Ist schon schön, wie man den hier beobachten kann. Und nicht so schön ist, dass er mich beobachtet. Machst du das? Kannst ja mal an die Oberfläche kommen. Ich buddel nur momentan. Momentan bin ich einfach nur auf Rohstoffsuche, bevor ich irgendwas anderes mache. Und an der Oberfläche war ich oft genug. So. Schließlich muss ich ja auch was essen und so. Hopp. Kohle, wie gesagt, Kohle ist das, was ich am meisten haben will momentan. In dem Fall Kohleparole. So. So. Ich weiß nicht, wo bin ich denn hergekommen? Hier bin ich hergekommen. Ich nehme mal das Zertus noch mit hier. Ja, ich weiß nicht, nach unten buddeln, aber ich denke mal hier, in der Höhe dürfte noch nicht so viel passieren. Aber man sollte natürlich nicht so viele, Risiken eingehen. So. Heißt, ich bin hier auf Höhe 53. 53 ist auch okay. Habe ich hier alles ausgeleuchtet? Ich setze mal hier überall, wo ich auf der Höhe bin, ein paar Fackeln. Wie gesagt, die Fackeln kriege ich ja hinterher von der Query wieder. Aber es schadet nicht, wenn wir halt ein bisschen was haben. So, ansonsten 54. Ich gehe mal hier rein. Da haben wir eh Kupfer.
Kupfer ist jetzt nicht so wild, das lasse ich erstmal liegen. Klar, wir müssen es wahrscheinlich früher oder später eh abbauen, weil wie gesagt, wenn hier die Quarry, den Bereich zerstört die ja noch. Es wird erstmal eine normale, es wird keine Ender Quarry, das heißt, den Bereich zerstört die noch und baut die nicht richtig ab. Aber die baut das halt so ab, dass die erst das, die Erde abbaut, dann den Stein und dann quasi ganz am Schluss die Erze. Das heißt, wir können theoretisch im Notfall nochmal reingehen, wenn nicht zu viele Wurps da sind und die Erze wegfarmen, bevor die Quarry richtig am Start ist. So. Das Kritischste übrigens auf meiner Farming-Liste ist eine Enderperle. Eine fucking Enderperle zu finden, das wird... Ich freue mich schon. Fuß. Das Gebiet ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Hopp. Achso. Was ich auch nicht machen sollte. So, so, so. Weil die ploppen dann einfach nur weg. Das wäre doof. Okay. Nö. Spawn Area. Juhu. Wilderness. Juhu. Ich mach mal hier nochmal rein. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ja, hier haben wir Olivin. Also sprich hier, ihr wisst schon, was das ist. Hier von Soundcraft. Auch Soundcraft-mäßig werden wir auf jeden Fall ein bisschen mehr machen als in den letzten Teilen, weil ja, zum einen gibt es da wirklich gute Möglichkeiten, ja, zum Beispiel zu sagen, ja, hier Zauberstäbe, Fernangriff etc. pp. Zum anderen gibt es da noch was anderes, das werde ich aber jetzt noch nicht verraten, für den Fall, dass du die Folge doch siehst. Da gehe ich mal auf Nummer sicher. So, den Rest lasse ich mir mal drin, das kann ich auch später nochmal nachgucken. So. Brauch Kohle. Kohle, Schubidu. Wobei das Eisen am wichtigsten ist. Sollte wieder klar sein. Wieder, dubidubi. Ah, Kohle. Habe ich die glatt vergessen. So, den Bernstein, der ist mir eigentlich relativ egal. Ich glaube nicht, dass ich den irgendwas brauche. Ich weiß auch nicht, ob der am Soundcraft irgendwie irgendeine Bewandtnis hat oder nicht. Soll mir jetzt erstmal egal sein. Bü hat auf jeden Fall schon seine, sagen wir mal, Spawning-Schweine gemacht oder seine Farmen hingestellt. Keine dumme Idee, spätestens für die Schafe sollte ich das vielleicht auch mal machen, einfach aus dem Grund, dass man was sieht. Und zweitens aus dem Grund, weil, ja, wie gesagt, wenn ich die unteren Ebenen besuchen will, ich würde das gerne über Fahrstühle lösen. Ähnliche Fahrstühle, wie ich in Resurrection gebaut habe. Der Unterschied hier ist, ich habe das schon in der Testwelt getestet, die verbrauchen keine EP, das heißt, die sind unbegrenzt nutzbar. Das ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu dem, was war. So. Ich gucke jetzt mal hoch und schau mal, ob da oben der Sackmüll noch läuft. Wupp. Ich weiß nicht, ob er... Ja doch, der könnte die theoretisch stehen. Okay, er läuft nicht mehr, weil keine Kohle mehr. Mist. So, hau ich mal rein. Ein bisschen was hat er aber schon geschafft, wie man sieht. Das ist sehr gut. Übrigens, ähnlich wie ein Pulverizer bekommt man ab und zu mal ein bisschen was anderes raus. Hier den Bruchstein zum Beispiel. So, und ansonsten ist die fast am Eisen dran. Das ist auch gut. Ich mach mal hier so. Und dann gehe ich mal wieder runter und buddel mal weiter. So, wir waren hier. Das heißt wieder so. Oh, yay! Holla die Holzvieh! Was wir auch machen könnten, ist natürlich Holzkohle. Die würde genauso übrigens funktionieren wie diese Kohle. Aber, ja, alles zu seiner Zeit, Leute, alles zu seiner Zeit. Solange ich hier unten noch ein bisschen was bekomme, Holzkohlefarm, beziehungsweise Holzkohle-Dingens, ist eine Baumfarm. Und dann damit logischerweise auch Holzkohle ist natürlich auch geplant, auch relativ schnell. Ich glaube aber nicht, dass ich das vor 10 Folgen hinbekomme. Ich will vor 10 Folgen aber auf jeden Fall ein bisschen was hinbekommen in Sachen, ja, Farming, Quarry etc. pp. Wie gesagt, da habe ich ein bisschen geübt. Das müsste machbar sein, wenn ich mich nicht gar zu blöd anstelle. Die Baumfarm wird schon wieder schwieriger. So. Hopp. So. Ich werde die Quarry dann wahrscheinlich noch nicht anschmeißen können, weil mir fehlt was Kritisches. Ich kann es so sagen, wie es ist. Mir fehlt was Kritisches, nämlich eine Enderperle. Vielleicht könnte ich das auch so machen, dass ich, wenn ich hier das Zeug soweit fertig habe, dass ich da direkt mal gucke, was ich an Eisen übrig habe und mal auf Reisen gehe. Mach mir eine Rüstung, gehe auf Reisen und guck mal, ob ich irgendwo eine Enderperle finde. Wäre nicht schlecht. Du hat einen Erfolg gekriegt. Ich weiß gar nicht für was. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ist nicht so wichtig, finde ich. So. Na, hier. Dafür haben wir da die Schaufel. So. Wäre auch eine Option. Dann können wir ein bisschen die Gegend erkunden und vor allem ein bisschen was looten, bevor du davor so weit kommt. Eventuell finden wir ein Gebiet für
Ja, was weiß ich denn? Ein Dorf oder sowas? Vielleicht haben wir da irgendwo Glück in der Enderperle oder was weiß ich. Es gibt ja noch die Soundcraft-Bäume, die ich auch in Resurrection relativ früh abgefarmt habe, wo unter und drunter Spinnennetz ist und damit ein Spawner und sowas in der Art. Das wäre eine Idee. Das wäre eine Option. Das wäre cool, wenn wir das hinbekommen würden. Aber, ja. Wir werden es erstmal sehen und das, was hinbekommen müssen. So. Toll. Ich bin voll. Diorit raus. Sonst ist hier nichts, ne? Ne, Kupfer brauche ich jetzt erstmal nicht. Okay, zurück. Ausleuchten. Ich kann da ruhig mal ein bisschen verschwinden. So. Habe ich hier drin eigentlich ausgeleuchtet, richtig? Nein. Yep. So. 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 Wobei ich sagen muss, in der nächsten Folge werde ich noch nicht rausgehen. Einfach nur aus dem Grund, weil Dü mich eventuell töten könnte. In der nächsten Folge werde ich craften wie ein Wilder. Und wenn Dü mich in der nächsten Folge tötet, wäre es nämlich so, dass er meinen Grabstein looten könnte. Es ist ja eine 5er-Folge. Deshalb besser nicht. Ich denke nicht, dass ich so gut ausgelastet bin. Ich meine, der hat ja auch seine Baumfahrten und sowas gebaut. Aber ich denke mal, er könnte immer noch besser ausgestattet sein. Deswegen Safety first. Aber wie gesagt, das sehen wir in der nächsten Folge. Leute, es freut uns alle beide, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mich befreut ja, natürlich viel, viel mehr als Dü, weil Dü mag euch nicht so. Ich mag euch viel mehr. Ne? Gebt mir also umso mehr Daumen hoch und mehr Unterstützung. Und ich hoffe, ihr drückt mir auch die Daumen, nicht nur hier bei Video, sondern allgemein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.